Yo Leute, was geht ab? Euer Beats heißt euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute gibt es sehr, sehr viele Infos, interessante Infos für meine sehr, sehr beliebten Projekte. Lucky Loot, Lucky Quiz oder was auch immer da noch dazukommen wird oder sonst was. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, falls es euch gefällt. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Viel Spaß. Okay Leute, heute gibt es mal wieder eine Runde. Jump League kam sehr, sehr lange nicht mehr. Und ja, ich weiß, dass es irgendwie, immer wenn ich so PvP-Spielmodi spiele, ist die Zuschauerbindung relativ weit unten. Das heißt, ja, weniger Leute schauen sich das Video zu Ende an oder länger als 5 Minuten oder was weiß ich was. Und alles klar, war das nice, Beats. Ja, deswegen wollte ich einfach mal sagen, schaut es euch einfach mal an. Und ich meine, okay, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Es ist im Prinzip einfach nur der Grund, dass ich Jump League spiele und im Prinzip in jedem Video das gleiche dann vorkommt, wenn ich halt Jump League spiele, ne? Das heißt also immer die gleichen Jumps oder öfters die gleichen Jumps. Aber ich rede ja immer was anderes und ich kann es auch teilweise verstehen, aber trotzdem bleibt ihr einfach mal dran. Es wird unterhaltsam, Leute. Mindestens genauso unterhaltsam wie meine anderen Videos. Und ja, deswegen würde es mich freuen. Aber ja, nichtsdestotrotz wollte ich über ein anderes Thema sprechen. Das war jetzt einfach mal nur so eine Einführung, weil es mir sehr auch mal wichtig war. Das sagt man nämlich irgendwie nie und ja, man sieht das nur als YouTuber, dass irgendwie diese Videos dann nicht so gut ankommen. Und ich weiß nicht, was kann ich denn machen, dass ich irgendwie so PvP-Spielmodi spiele und die Leute sich das dann trotzdem länger anschauen. Irgendwie, ja, geht das nicht. Das ist bei jedem YouTuber so. Egal, wie unterhaltsam du bist, egal, was du machst. Irgendwie, PvP ist immer das Gleiche und dann schalten die Leute früher ab und schauen sich das nicht so lange an. Keine Ahnung warum, es würde mich trotzdem freuen. Falls ihr ein bisschen länger da bleibt und oder dran bleibt und euch das ein bisschen länger anschaut. Aber jetzt, wie gesagt, sprechen wir über das Thema, das ist nämlich noch wichtiger. Denn es sind zurzeit ein paar gehypte Projekte auf meinem Kanal. Und zwar Lucky Loot, Lucky Quiz und ja, was da halt noch dazu kommt. Das meiste ist halt mit Lucky Blöcken. Und der Grund dann dabei ist, oder das kann man jetzt gut als Vergleich sehen, bei Lucky Blöcken kann ja immer was anderes rauskommen. Und deswegen bleiben dann auch ja, mehr Leute dran, weil sie dann sagen, ja okay, was passiert jetzt? Passiert jetzt was Gutes, passiert was Schlechtes? Ich will das wissen, deswegen muss ich unbedingt dranbleiben und weiterschauen. Und ja, deswegen sind das halt ja, einfach beliebtere Serien auf meinem Kanal. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen, Leute, also ja, ist halt einfach so. Das ist einfach der Grund. Ich weiß den auch, ich kenne den auch. Aber ich weiß nicht, wie ich irgendwie sowas verpacken kann und dann sagen kann, ja, okay, schaut das trotzdem bis zum Ende. Weil es ist einfach dann für die meisten Leute nicht so interessant. Und ja, das ist einfach das Problem und ich weiß halt nicht, wie soll ich das machen. Weil es schreiben ab und zu auch viele Leute dann in die Kommentare, yo, Beats, bring mal wieder PvP oder so. Aber wenn ich dann sehe, die Leute schauen sich das nicht so gerne an, also PvP, wie was anderes, warum soll ich es dann bringen, Leute? Also natürlich mache ich auch das, was mir Spaß macht, ist ja vollkommen logisch. Aber mir macht ja auch Minecraft generell Spaß und ob ich jetzt irgendwie eine Runde PvP so spiele oder ob ich gegen Ben oder sonst wen spiele und dann noch ein paar Lucky Blöcke einsammle, das ist mir dann letztendlich egal. Mir macht beides genauso viel Spaß und ja. Kommen wir jetzt allerdings mal zu einem etwas anderen Thema. Dies steht jetzt auch im Titel und so weiter. Und da, wegen diesem Thema habt ihr wahrscheinlich jetzt auch darauf geklickt auf das Video. Es geht um Mods und so weiter und so fort. Ich habe in der letzten Folge gesagt, okay, schreibt mir mal gute Mods oder so in die Kommentare und dann werden wir die im nächsten Battle dann auch verwenden. Und da kamen sehr, sehr gute Kommis bei raus. Also ich habe mir... der erste, Alter, der ist schon am Ziel. Ich habe mir da auch auf jeden Fall viele Kommis von durchgelesen und so weiter und so fort. Also keine Angst. Und jetzt müssen wir uns schnell ausrüsten. Perfekt. So. Und ja, ich werde mir das alles zu Herzen nehmen und da kamen wirklich gute Mods bei raus. Pflanzmod und hast du nicht gesehen. Also es waren wirklich viele, nicht wenig. Und falls ihr noch weitere kennt, sage ich euch jetzt schon mal, schreibt sie mir einfach in die Kommentare und dann werde ich mir die anschauen. Und wenn die gut sind, dann ja, berücksichtige ich auch euer Kommentar natürlich. Und werde eventuell die Mod auf den Server packen, also das nächste Mal mit dieser Mod auf den Server zocken. Und ja, vielleicht sind da gute dabei. Pflanzmod zum Beispiel habe ich damals sogar schon mal versucht, aber irgendwie habe ich den Server bis dato noch nicht hinbekommen. Vielleicht schaffe ich es ja demnächst und dann werden wir das auch damit machen. Weil das sind nämlich richtig coole Sachen, Leute. Also wirklich, das sind wirklich coole Sachen. Da spielt man dann zum Beispiel mit, ja, so Call of Duty Sachen, Waffen oder sonst was. Und ich kann euch da immer Bilder von einblenden. Und ja, das wird richtig cool. Und ansonsten gibt es dann noch die Balkans Weapon Mod zum Beispiel. Da sind auch noch sehr, sehr coole Waffen dabei. Und ja, ich weiß nicht, Leute, wie das genau aussieht. Weil es war so, dass viele dann irgendwie reingeschrieben haben, yo, das und das ist geil und ich würde gerne das und das sehen. Aber ich habe mir die halt noch nicht angeschaut, deswegen weiß ich noch nicht, sind die jetzt geil oder sind sie nicht geil? Keine Ahnung.
Und es werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen, keine Angst, Leute. Und dann werden wir sehen, was so bei rumkommt. Vielleicht kommen da richtig geile Aufnahmen bei rum, wenn das wirklich geile PvP-Mods sind. Das, ja, ist schon so, dass ich sehr, sehr gespannt drauf bin. Und der lootet die Kiste und vielleicht können wir ihn holen. Alter, okay. Der müsste eigentlich low sein. Und hier ist nichts Gutes mehr. Nein, weg hier, Beats. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, er schießt eine Bombe. Weg, 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 weg. Oh, shit. Wir haben es überlebt. Und jetzt müssen wir safe raggen. Oh, ein Fall getroffen. Haben wir ihn gekillt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, aber er müsste low sein. Komm. Oh mein Gott, das wird riskant. Das wird sehr, sehr riskant und knapp auf jeden Fall. Ich bin aber gespannt. Oh, wir haben ihn nicht getroffen. So, was kann man hier noch rausholen? Die Schuhe sind besser als die, die wir haben. Und jetzt ist das Ding auch weg. Oh, okidoki. Risiko. Nein, weg hier, weg hier, weg hier. So, komm. Ein Fall getroffen. Den zweiten nicht getroffen. Aber jetzt die Combo hier rausholen. Oh nein, wir müssen weg. Der ist wirklich am Durchstarten hier. Das wird knapp. Oh, Alter, der hat fast getroffen. Leute, ich habe zum Beispiel auch noch die Mod Orspawn Mod gelesen. Oder ja, aufgegriffen quasi aus den Kommentaren. Und die soll auch sehr gut sein mit vielen OP-Waffen. Keine Ahnung, ich habe dann halt wirklich keinen Plan. Ich schaue mir die noch an. Ich werde euch aber immer Bilder einblenden. Dann könnt ihr die sehen. Und dann kamen aber auf jeden Fall noch andere dazu. Zum Beispiel schreibt noch jemand rein die Dragon Ball Mod. Und da könnte ich mir vorstellen, die habe ich mir zwar auch noch nicht angeschaut, aber da hat man schon ein bisschen die Vorstellung, wenn man Dragon Ball kennt, dass da sehr, sehr gute Sachen dabei sind. Also, ja. Wir werden es sehen. Ihr seht jetzt auch die Bilder einmal, die ich einblenden werde. Ja, ihr könnt mir einfach mal eure Favoriten oder falls ihr noch gute andere, weitere Mods kennt, in die Kommentare schreiben natürlich, die ich jetzt noch nicht genannt habe. Ist verständlich, weil sonst bringt es mir ja nicht, weil die kenne ich ja schon. Dann habe ich noch sowas gelesen wie eine Helikopter-Mod oder so. Die könnte dann natürlich hinzugefügt werden zu anderen Mods, weil nur ein Helikopter ist ja dann auch sehr, sehr langweilig. Und da können natürlich auch dann Lucky Blöcke noch hinzugefügt werden, dass halt, ja, halt beides gibt, so wie ich letztes Mal beim Harry Potter Battle gemacht habe. Und Rival Rebels oder irgendwie sowas habe ich dann noch gelesen. Und ja, da könnte auf jeden Fall was Cooles auf uns zukommen. So, hoffentlich haben wir den und dann holen wir uns den noch. Das wäre cool. Komm, 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 komm. Jawohl, wir haben sie. Alter, und der spawnt. Ja, wie dumm sind denn die Spawns gesetzt? Wie lächerlich diese Spawns gesetzt. Alter, Mann. Also irgendwie so wurde das genannt und ja, stirb. Jawohl, okay, er ist down. Sehr schön, wir holen uns jetzt einfach mal ein paar von seinen Sachen, damit kein anderer die holt. Wunderbar. So, komm, den haben wir sehr gut hier ins Spinnnetz geholt. Und jetzt holen wir uns den hoffentlich. Der hat zwar eine bessere Chestplate, aber wir haben ihn noch geholt. So, sehr knapp sogar. Puh, wir haben immer so schlechten Stuff. So, aber jetzt machen wir das gleiche nochmal. Guckt euch das an. Er ist nochmal da reingeflogen. Und, komm, jawohl, hat das TNT was gebracht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kämpfen die. Und wir können abstauben. Wir können ab, wir haben abgestaubt. Sehr schön. Sehr schön. Komm, und jetzt den noch. Komm, nein, schade. Wir haben nur noch ein Leben. Das wird hart, Leute. Aber jeder hat nur noch ein Leben. Okay, die kämpfen, Leute. Wir müssen da jetzt schnell hin. Wir müssen da sowas von schnell hin. Der wird low sein. Ich weiß nicht, ob er... Okay, der sieht uns. Oh, fuck. Okay, wir haben ihn einmal gehittet, er uns nicht. Oh, jetzt hat er uns gehittet. Oh, fuck. Oh, er hat so guten Stuff, Leute. Das wird mega hart. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir, wie gesagt, einfach Mods in die Kommentare. Ansonsten Daumen nach oben für dieses Video, falls es euch gefallen hat. Morgen gibt es dann wieder was Cooles. Ich habe auch vor, in der nächsten Zeit wieder 4Arena mit den ganzen Leuten zu bringen. Also, schaut auf jeden Fall vorbei. Daumen hoch nicht vergessen. Checkt die Links in der Beschreibung ab. Ciao, euer Beats.